Kollege Christian Dürr, FDP-Fraktion. Verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wollte eigentlich nicht darauf eingehen, aber nicht, dass wir Worte der Anteilnahme für das ukrainische Volk von der AfD erwartet hätten. Allerdings die Realität in Europa so zu verzehren, wie Sie es gerade getan haben, ist niederträchtig, Herr Chrupalla. Und ich will Ihnen das sagen. Die Bundesrepublik Deutschland ist eine wehrhafte Demokratie. Nach außen, das beweist die Mehrheit des Deutschen Bundestages gerade, aber sie ist es auch nach innen gegen die Feinde der Demokratie, um das in aller Klarheit zu sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wladimir Putin führt einen Angriffskrieg mitten in Europa. Die Ukraine hat Putins Krieg nicht provoziert. Es gab in keinem Moment eine glaubwürdige Bedrohung für Russland durch die Ukraine. Wladimir Putins Begründung für diesen Krieg sind auf Desinformation, auf Propaganda und Lügen gebaut. Es grenzt an Zynismus, wenn der russische Präsident behauptet, Ziel seines Angriffs sei eine Entnazifizierung der Ukraine. Es ist gelogen, wenn er behauptet, im Donbass verübe die Ukraine einen Genozid. Oder die Ukraine wolle Nuklearwaffen, um Moskau zu bedrohen, meine Damen und Herren. Wahr ist, Wladimir Putin ist der Aggressor in diesem Konflikt, und das muss deutlich ausgesprochen werden. Der russische Präsident bricht mit seiner Entscheidung zum Angriff auf die Ukraine aufs Schwerste das Völkerrecht. Er bricht alle grundlegenden Regeln der internationalen Ordnung. Die KSC-Schlussakte von 1975, die Charta von Paris von 1990, das Budapester Memorandum von 1994, die NATO-Russland-Grundakte von 1997, der 2008 verlängerte Freundschaftsvertrag der Ukraine mit Russland und die Charta der Vereinten Nationen, meine Damen und Herren. Wer das bricht, der ist ein Verbrecher, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb ist es richtig, dass der Deutsche Bundestag diesen Angriffskrieg des russischen Präsidenten auf das Schärfste verurteilt. Wir dürfen nicht schweigen, wenn ein souveränes Mitglied der Staatengemeinschaft angegriffen wird. Deshalb ist es richtig, dass die internationale Gemeinschaft harte Konsequenzen zieht und umfassend Sanktionen verhängt. Gezielte Sanktionen, insbesondere auch gegen die Person Wladimir Putin und sein Umfeld, um die Oligarchen und seine Unterstützer zu treffen. Und ich will das in Richtung des Bundeskanzlers und des Bundesfinanzministers sagen. Es war in der gestrigen Nacht eine richtige Entscheidung, das scharfe Schwert zu ziehen und Russlands Banken von SWIFT abzukoppeln. Sie haben die ausdrückliche Unterstützung des Deutschen Bundestages, Herr Finanzminister, Herr Bundeskanzler, in dieser Frage. Und das Gleiche gilt für die Waffenlieferungen, die in der gestrigen Nacht entschieden worden sind. Jedes freie Volk hat, wenn es angegriffen wird, das Recht, sich zu verteidigen. Unsere Solidarität ist mit Russland, mit der Ukraine. Unsere Solidarität ist mit der Ukraine an dieser Stelle, eben auch über diesen Weg. Da kämpfen Menschen gerade um ihr Leben und Überleben. Soldaten verteidigen ihr Land. Deswegen ist es richtig, dass wir die Ukraine mit Waffenlieferungen an dieser Stelle unterstützen, zur Verteidigung des eigenen Landes und von Menschenleben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will an dieser Stelle auch auf einen Punkt eingehen. Ich will auf Ihre Rede eingehen, Herr Merz. Ich fand das auch, wir haben in den letzten Tagen auch miteinander gesprochen, ausdrücklich gut und hilfreich, dass die CDU-CSU-Bundestagsfraktion gesagt hat, sie unterstützt die Bundesregierung bei dem, was jetzt vor uns liegt. Ein schwerer Weg auch für unser Land. Und diese Kooperation, diese Einmütigkeit, dafür danke ich Ihnen. Sie haben in Ihrer Rede gerade gesagt, wir stehen vor einem Scherbenhaufen der Sicherheitspolitik.
Ich teile diese Entscheidung. Und es geht, Christa Lindner hat es vorhin gesagt, nicht um Schuldzuweisung dabei, sondern es geht um gemeinsame Verantwortung. Und deswegen, Herr Merz, fordere ich Sie auf, tragen Sie diese gemeinsame Verantwortung. Der Bundeskanzler und der Bundesfinanzminister haben eben Vorhaben skizziert, wie wir die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes im NATO-Bündnis stärken. Ich fordere Ihre Fraktion auf, dem beizutreten und das auch mehrheitlich zu unterstützen, sollte eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag für eine Grundgesetzänderung nötig sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Bundeskanzler, Herr Finanzminister, liebes Kabinett, ich habe das starke Gefühl, Sie haben für das, was Sie hier vorgetragen haben, die große Mehrheit des Deutschen Bundestages hinter sich. Und das ist ein ganz wichtiges Signal vor dem Hintergrund dieses Konflikts in die Welt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will an der Stelle sagen, weil uns das alle bewegt, ein Europa, in dem Streit nicht mit Krieg, sondern friedlich gelöst wird, ist ein Europa, so wie wir es uns vorstellen. Und es ist ein Europa, wie Deutschland dazu beigetragen hat, es nach dem Zweiten Weltkrieg aufzubauen. Viele haben gesagt, Putins Angriff ist ein Angriff auf ganz Europa. Doch es ist in Wahrheit vielmehr ein Angriff auf die gesamte Menschheit, auf das Grundrecht jeder Person in Frieden und Freiheit zu leben. Wir stehen an der Schwelle eines neuen Jahrhunderts, in dem diese hart erkämpften Rechte weltweit bedroht werden. Deswegen ist der Krieg in der Ukraine ein Krieg für die Rechte aller Menschen und überall. Hinter der Ukraine steht nicht nur die Europäische Union und Europa, sondern die ganze demokratische Welt, sowie all diejenigen, die woanders gegen autokratische Staaten für Freiheit kämpfen. Meine Damen und Herren, es geht um die Freiheit in der Welt an dieser Stelle. Und deswegen steht die Bundesrepublik Deutschland als liberale Demokratie an der Seite des ukrainischen Volkes. Und Herr Botschafter, ich will Sie an der Stelle direkt ansprechen. Der Deutsche Bundestag, die Menschen in Deutschland leiden derzeit mit ihrem Volk. Wir stehen solidarisch an der Seite der demokratischen Institutionen und dem ukrainischen Volk. Auch das ist eine Botschaft der Sondersitzung des Deutschen Bundestages an dem heutigen Tage, Herr Botschafter. Und zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, will ich auch ein Wort richten an das russische Volk. Ich weiß, dass viele gerade überlegen, auf die Straße zu gehen. Viele Menschen in Russland sind bereits verhaftet worden, weil sie sich gegen das autokratische Regime von Wladimir Putin stellen. Wir wollen den Menschen an dieser Stelle in Russland auch sagen, wir haben höchsten Respekt für diejenigen, die sich gegen Wladimir Putin auflehnen, die in den letzten Tagen laut gegen den Krieg in der Ukraine gesprochen haben und in Russland auf die Straßen gehen. Auch diese Menschen haben unsere ausdrückliche Solidarität, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir als Deutsche, wir als Europäer, wir dürfen uns nicht kleinreden. Europa ist ein Sehnsuchtsort. Unser demokratisches System ist ein Symbol der Hoffnung für viele. Und gemeinsam, liebe Kolleginnen und Kollegen, gemeinsam sind wir stärker als die Kraft der Autarkie und der Kriegstreiberei. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Dürr.